beim ÖBSV Tag 6. Das ist der letzte Tag des Jahres 2022. Und ein sehr besonderer Tag. Wir matchen nämlich Sportanbieter und Firma, um das Thema Bewegung im Setting Arbeitswelt ein bisschen zu forcieren. Wir haben sie ins Feuer geworfen. Jetzt geht's los. Speed-Dating zwischen Unternehmen und Sportanbietern. Es ist atemberaubende Spannung zu spüren, Herzschlagmomente bei den Sportanbietern und bei den Unternehmen. Es ist fast so wie auf der ersten Klassenfahrt. Alle sind super aufgeregt und müssen schauen, mit wie vielen Herzblättern kann ich nach Hause wandeln, welche Konzepte kann ich für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, wie kann ich das anbieten für die Unternehmen und ja, auf die Liebe. Also das Ambiente hier ist großartig, es ist mal ganz was anderes und es ist auch toll, mal so viele Anbieter auf einem Platz zu haben und das wie ein Speed-Dating zu machen. Es muss dazu sagen, es ist mein erstes Speed-Dating-Event, ist schön, weil man wirklich fokussiert, ähnlich wie beim Elevator-Pitch sozusagen, wirklich konzentriert mit dem Kunden zusammentrifft und parallel dazu auch netzwerken kann, sich austauschen kann. Sehr erfolgreich, sehr spannend für mich. Sehr, sehr interessant, vor allem, weil man in sehr lockerer Atmosphäre wirklich unterschiedliche Firmen mit sehr, sehr unterschiedlichen Anforderungen kennenlernen konnte. Also war wirklich ein tolles Event. Es ist witzig, anders, nur da ich ein sehr kommunikativer Mensch bin, reichen mir leider diese 15 Minuten nicht. Und ich habe schon mit zwei weiteren ausgemacht, dass wir uns nachher noch ausführlicher zusammensetzen, weil das Kennenlernen sehr, sehr nett war. Aber wir dann mitten im Gespräch schon drinnen waren, wo es wirklich spannend wurde. Und das muss auf alle Fälle weitergeführt werden. Ja, die Dates waren ganz gut. Man merkt eigentlich, ja, wie kurz eigentlich da diese 15 Minuten sind. Das ist man gerade so mitten im Gespräch und dann läuft schon wieder irgendwo der Florian und die Theresa herum und sagt so weiter, weiter, weiter. Also könnte es dann teilweise ruhig auch länger dauern.